Hallo, in einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man diese wunderschöne Aufgabe hier von Hand löst. Die hat mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt. Hier geht es um eine Parallelschaltung von einem Kondensator, einem idealen Kondensator, verlustfreien Kondensator mit einer bestimmten Kapazität und einem Widerstand, die von einer Spannungsquelle gespeist werden, die so dreieckförmig ist. Und dann sollte man hier bestimmen, welcher Strom fließt durch den Widerstand, durch die Kapazität, was ergibt sich daraus für einen Gesamtstrom in dieser Schaltung und noch ein bisschen Leistung ausrechnen. Die im Widerstand und der Kapazität umgesetzt werden, und das, was ich jetzt in diesem Video hier machen möchte, ist einfach noch mal eine kleine Probe dieser Rechnung dieser Schaltung in LT Spice im Netzwerksimulator. LT Spice den habe ich mir schon mal gehüftet. Klicke mal auf New Schematic und baste mir das hier mal so zusammen. Wir brauchen erstmal eine. Spannungsquelle, die gibt es hier unter Component und Voltage, die packe ich hier hin und dann braucht man natürlich eine Kapazität, einen Kondensator, den findet man hier und mit diesem ähm, amerikanischen Schaltsymbol mit dem Zickzack-Draht auch einen Widerstand. Und da kann ich die ja mal einmal schon mal so außen ringsrum verdrahten und dann verschwinden immer diese Lötpads und immer da, wo man einen Knotenpunkt anschließt, kommt so ein Lötpunkt hin. Dann brauche ich noch ganz unbedingt einen Masseknoten als Referenz, als Bezugsknoten für die modifizierte Knotenspannungsanalyse, die ja stattfindet. Und ich nehme mal ähm, hier oben noch diese Funktion, um Knoten zu beschriften und nenne mal den Knoten hier oben U von T, weil das ja die Spannung ist. In Abhängigkeit der Zeit, die hier in dieser Schaltung abfällt. So, dann kann ich als nächstes den Bauelementen auch Werte geben. Der Kondensator soll ein Mikrofarad groß sein. Das kann man mit einem U schreiben, dann wird er da auch automatisch ein Mikro draus. Und der Widerstand soll ein Kiloohm groß sein. Da kann ich einfach ein K schreiben. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt muss ich ja der Quelle irgendwie diesen Zeitverlauf hier mitgeben. Und da klicke ich hier so drauf, also es ist keine Gleichspannungsquelle, sondern ich klicke mal auf Advanced. Und jetzt gibt es hier Functions. Und das sage ich immer, müsste eigentlich Transient Functions heißen, Zeitfunktion. Hier kann ich jetzt eben einen Puls auswählen. Und da sieht man, gibt es so Spannung 1, Spannung 2 und Zeitverzögerung und sowas. Also, gucken wir mal, wie wir daraus irgendwie jetzt unsere Spannung zaubern können. Wir fangen ja mit einer Spannung von 0 an, und dann soll die auf 2 Volt hochgehen, wie man hier drüben sieht. Und das im Prinzip ohne Zeitverzögerung, mit einer Anstiegszeit von einer Millisekunde. Ja, eine Millisekunde muss das ansteigen, und muss das auch wieder eine Millisekunde lang abfallen. Also T-Fall ist auch eine Millisekunde, und die gesamte, also an bleibt es eigentlich nur ganz kurz. Also ja, es ist ja unendlich Spitze oben dieses Dreieck, also eigentlich 0 Sekunden Anschaltzeit und die Periodendauer sind 2 Millisekunden. Und dann kommt da so ein langer ähm, ja, langer Bezeichner raus für die Quelle. den schiebe ich mal ein bisschen hier runter und klicke einfach mal auf simulieren. Und dann schlägt er auch direkt am Anfang vor, dass man Transient simulieren kann. Und ja, genauso wie hier drüben sage ich jetzt mal, okay, wir wollen mal 6 Millisekunden simulieren und klick mal auf OK. Und schau mir mal mit diesem kleinen Spannungstastkopf, der jetzt hier entsteht, eben die Spannung U von T an. Und dann sieht man, das passt schon mal ganz gut. Das ist jetzt eben genau diese Spannung hier, die von 0 Volt auf 2 Volt ansteigt, wieder auf 0 Volt abfällt. und das hier an der Stelle, auch wenn die Achsenbeschriftung hier vielleicht ein bisschen ungünstig ist, sind eben 2 Millisekunden, 4 Millisekunden und so weiter und so fort. So und genau auf die gleiche Art und Weise kann ich mir jetzt natürlich mal den Strom hier anschauen. Ich fange mal an mit dem Strom durch den Widerstand und schiebe das mal so ein bisschen hier rüber. Äh, mach das mal ein bisschen kleiner eigentlich das ganze Fenster. So und zwar der Strom durch den Widerstand, wie in dem vorherigen Video diskutiert, der sollte jetzt natürlich ganz genauso aussehen, weil Strom und Spannung am Widerstand sind einfach proportional zueinander. Also schauen wir mal hier Stromplotten durch den Widerstand. Ah ja, kommt genau die gleiche Funktion raus. Ähm, sollte einen Spitzenwert von zwei Milliampere haben. Gucken wir mal, ob das passt. Ich mal die Fensterchen ein bisschen kleiner, sieht man, dass das hier tatsächlich von 0 bis 2 mA der Stromverlauf ist, genau wie das hier so auch aussieht. Okay, also, kann man Häkchen drunter machen, passt. Genauso kann ich mir den nächsten Strom hier anschauen, der durch die Kapazität fließt. Das ergibt sich, dieser Stromverlauf ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung. Der Spannung multipliziert mit der Kapazität. Wir haben immer... Eine lineare Funktion, die ansteigt, eine lineare Funktion, die abfällt. Ableitung einer linearen Funktion ist eine Konstante, eine positive Konstante, eine negative Konstante. Genau das Gleiche sollten wir ja auch sehen. Da also sieht man, das passt auch. Und zwar zwischen 2 mA und minus 2 mA schwankt diese Rechteckfunktion hin und her. So, und jetzt möchte ich als letztes noch gern diesen Gesamtstrom plotten, den man hier unten sieht der sich eben einfach aus der Summe, aus der Überlagerung von beiden entsprechend dieses Knotensatzes ergibt. Und naja, den kriege ich eben raus, indem ich den Strom hier im Prinzip plotte, aber in die andere Richtung. Ja. Und das heißt, ich klicke jetzt hier einmal drauf, dann kriege ich den Strom durch die Quelle, aber LTSpice zieht den Strom durch die Quelle so, dass der nicht... Ähm, aus der Quelle oben rausfließt, sondern praktisch in die Quelle rein. Also ich brauche den entgegengesetzten Strom und dafür klicke ich hier auf das Fältchen und packe da einfach ein Minus davor und dann dreht sich dieser Strom um. Und dann, ja, stimmen die Farben jetzt nicht so ganz. Ja, ich hätte mit... Blau anfangen sollen. Also das, was hier grün ist, ist hier die rote Kurve. Und das, was hier die rote Kurve ist, ist hier so diese türkise Kurve. Aber da sieht man, das passt ganz gut. Also wir fangen mit 2 mA an, dann steigt das nochmal an, springt um 2, um 4 mA runter, fällt um 2, weitere 2 mA ab und wiederholt sich danach periodisch. Macht genau das gleiche, was hier unten passiert. Das heißt, das funktioniert schon mal ganz gut. So, dann mache ich mal das Fenster wieder ein bisschen größer oder schiebe das mal kurz rüber. Also, was sollte man als letztes noch in dieser Aufgabe machen und wofür möchte ich noch eine Probe machen? Man soll den arithmetischen Mittelwert der im Widerstand und in der Kapazität umgesetzten Leistung bestimmen. Und diese Leistung, das habe ich ja auch gezeigt, kann man einmal über den Effektivwert ausrechnen oder eben aus jeweils U mal I. Und das kann ich hier in Spice natürlich auch machen. Ich mache noch mal die Fenster ein bisschen größer und füge mir mal hier oben über Add Plot Pane noch ein weiteres Fensterchen zum Plotten ein und gehe hier auch mal noch mal auf Add Trace, um weitere ja, Kurven hinzuzufügen und plotte jetzt einfach mal das hier, also u von t mal ir von t. Und spätestens jetzt war es irgendwie ziemlich schlau, diese Spannung hier U von T zu nennen, weil ich die einfach unter U von T finde. Und das Ganze eben mal IR1, mal, die, mal den Strom durch den Widerstand. Und wie schon in dem vorherigen Video diskutiert, Strom und Spannung an dem Widerstand folgen dieser linearen Funktion ansteigend und absteigend. Wenn ich linear mal linear rechne, kommt da was Quadratisches raus. Ich sollte jetzt also was wie so Parabelbögen sehen. Und genau das Ganze passiert ja auch. Und jetzt kann ich mit so einem kleinen Trick in AT Spice die Steuerungstaste auf der Tastatur gedrückt halten, zumindest unter Windows-Rechner, keine Ahnung. AD ähm, Spice gibt es ja auch für Mac, ob man da die berühmte blumenkohl taste drücken muss oder sowas, keine Ahnung. Ich benutze keine Macs. Ähm, also Steuerung gedrückt und hier drauf klicken. Und dann kommt hier so ein kleines Fensterchen. Und das zeigt einem dann den Mittelwert und das Integral an. Und dann sieht man, der Mittelwert sind eben 1,33, irgendwas ein bisschen anderes, Milliwatt. Eigentlich sollten das natürlich 1,3 Periode 3 sein oder 4 Drittel. Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen numerische Ungenauigkeit von der Rechnung. Ja. Ähm, müsste man jetzt vielleicht ein bisschen andere Zeitschritte wählen, das vielleicht nochmal über ein bisschen längeren, kürzeren Zeitraum simulieren, vielleicht nur über eine Periode, aber das passt auf jeden Fall schon sehr gut zu der Rechnung von Hand. Und genau auf die Art und Weise, indem ich hier nochmal draufgehe und nochmal sage, at Trace kann ich natürlich auch sagen, Spannung mal Strom durch die Kapazität. Und dann sieht man, das ist wie auch schon im vorherigen Video besprochen, eben ein positives ansteigendes Dreieck und sozusagen ein negatives ansteigendes oder betragsmäßig abfallendes Dreieck, aber eben auf jeden Fall negativ. Ne? Ansteigend, abfallend, ansteigend, abfallend, aber... Ähm, also betragsmäßig abfallen, aber auf jeden Fall positiv, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ, sodass ich, wenn ich hier rüber integriere, da ist Mittelwert, was na null rauskommen sollte. Und das kann man hier auch wieder Steuerung, Taste festhalten, hier mit der Maus draufklicken. Dann kommen da im Mittel eben irgendwelche Mikrowatt raus. Ähm, ja, dass das nicht exakt null sind oder vielleicht nicht auch nur Nanowatt, Pikowatt liegt auch wieder daran. Numerische Ungenauigkeiten, ein bisschen Rechenfehler. Ähm, ja, da wird man bei solchen transienten numerischen Simulationen niemals, nie exakt auf Null kommen. Es sei denn, man weiß, weiß wirklich ganz genau, was man hier tut, liegt vielleicht die Zeitschritte fest und so weiter und so fort. Aber auch das äh, liegt eben ziemlich nah an diesen idealen Null, die wir ja ganz gern hätten so dass das eben jetzt eine wunderschöne Probe und Bestätigung dieser vorherigen Rechnung von Hand im Netzwerksimulator LTSpice ist.